Also diese Heat-Treat-Methode hier, das ist wirklich das beste, sicherste, einfachste, kostengünstigste, was ich bisher so gemacht habe. Rowing boats are sweet. Buy one, get one Hier vom Grillen der Rest drinne, aus dem alten Ofenrohr gemacht. Dann machst du erstmal 5 Minuten, lässt ihn so brutzeln in boah, so 20 cm Höhe, 15 vielleicht. Und dann schmierst du ihn schön ein mit Öl, mit Danish Oil von unten. Ich habe auch von oben was drauf gemacht. Und dann wechselst du die Seite. Das geht sowas von geil. Ich habe zum Beispiel hier gar nicht entrindet. Ich habe das beim Tillern ist das alles weggeknackt. Jetzt hast du hier einen komplett intakten Jahresring und der Rest hier, der geht dann auch noch weg. Ich werde sicherlich noch mal ran müssen, aber bei so kleinen Dingern. Das knackt dann, das ist lustig für die, die zugucken. Heat Treating, das geilste Tuning ever. Weil ich habe es jetzt wirklich schon ganz oft ausprobiert. Du machst halt unten das Holz dichter und trockener, du machst eine ganz andere Holzstruktur und oben bleibt es schön flexibel. Und eine Haselnuss, die kriegt immer Set und Stauchrisse. Und bei Hasel, das geht sowas von gut. Du kannst aus den billigsten Hölzern den ganzen Scheiß machen. So. Da ist jetzt echt eine schöne braune Färbung, ne? So wie es sein soll und gleichmäßig. Und du verschwendest nicht so viel Strom mit der Heißluftpistole. So, jetzt habe ich den auch noch mal ein bisschen tiefer gehangen, weil ja die Glut auch nachlässt, ne? Ist ja klar. Da musst du immer mal mit der Hand so fühlen. Das ist dann einfach ja nach Gefühl und viel beobachten, ne? Und das Ganze macht man mit jedem Wurfarm. Ja, manchmal zweimal, manchmal dreimal. Das ist, wie gesagt, nach Gefühl. Aber Haselnuss ist ja immer so setanfällig und ich habe damit jetzt richtig gute Erfahrungen gemacht. Die werfen wie Hexe danach. Und mit Hartriegel ist noch geiler. Man hat bei der Methode zum Beispiel auch nicht diese kleinen Streifen immer drauf, die du von der Wärmepistole hast, weil du das ja da immer pro Bereich machst. Hier hast du wirklich eine schöne gleichmäßige Färbung auch. Manchmal sieht man das Heat Treating auch gar nicht. Das sieht einfach, boah, da ist er halt ein bisschen dunkler, sieht aus wie Natur. Aber ich mache es immer so, dass er wirklich nur ein ganz kleines bisschen dunkler wird. Gar nicht dunkelbraun, sondern so hellbraun eher. Der Wurfarm hat jetzt 2 mal 10 Minuten bekommen. Also jetzt wechseln wir nochmal auf den anderen Wurfarm und hängen es nochmal ein bisschen tiefer, weil ich merke schon, die Hitze wird ja langsam schwach. Oh ja, perfekt. Das ist perfekt. So soll es aussehen. Das ist einfach nur perfekt jetzt. Die Färbung ist perfekt. Nochmal 10 Minuten. Und damit imprägnieren wir jetzt halt die Zellen, ne? Also dass die auch nicht mehr arbeiten können. Die sind jetzt geschrumpft und klein. Und ja, wenn man das jetzt nicht imprägnieren würde, gleich mit Öl, dann würden die wieder Nässe aufsaugen auf dem Bogenbauch, wohlgemerkt. Nur von der Seite, die beim Schießen zu euch gewandt ist. So, und die ist jetzt praktisch kompressionsfähiger. Und damit das so bleibt, schmieren wir Öl rein.
Ich habe bei dem Bogen zum Beispiel auch keinen Reflex nochmal reingebracht. Ne? Ich habe den einfach auf Abstand gebracht, weil es staut sich immer auf dem Rücken so sehr die Wärme, wenn du jetzt hier keine Klötzchen drunter machst. Aber der hat jetzt im Prinzip, ist ja einmal gerade aufgespannt und in seiner natürlichen Wuchsform. Und so überträgt sich das dann auch am Ende nach dem Heat-Treating auf das Tillern wieder. Also du veränderst jetzt nicht den Tiller dadurch. Großartig, jedenfalls nicht. Man muss auf jeden Fall nachtillern nach dem Heat-Treating. Musst du gucken. Ne? Aber ich bin jetzt hier sowieso erst auf Standhöhe. Also der ist noch nicht im vollen Auszug. Und bevor ich Stauchrisse beim Tillern kriege, mache ich jetzt schon mal, sobald er auf Standhöhe ist, das Heat-Treating. So. Und dann lassen wir den eine Nacht liegen, dass er schön atmen kann. Und eigentlich kannst du schon am nächsten Morgen weiter tillern. Das reicht schon. Ja, ich sag mal so, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, lasst ihn 2 Tage liegen, schön atmen und dann spannt er ihn aus der Form aus. Ja, da gucken wir uns das Ding jetzt mal an. Guck mal, das sieht doch schon gar nicht mehr aus wie Haselnuss. So muss das aussehen. Schön gleichmäßig. Hier hat er ein bisschen viel abbekommen, aber das macht gar nichts. Das kommt eh noch weg. Sieht aber auch nicht schlecht aus, finde ich jetzt. Wir haben über beide Wurfarme eine schöne gleichmäßige Färbung. Und der Bogen hat danach weniger Set. Er hat eine bessere Wurfleistung. Er hat eine längere Lebensdauer. Bin ich mir ziemlich sicher. Also bisher hat sich keiner beschwert. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal dem Gerd Lambert danken. Der hat mir einen netten Brief geschrieben und hat mich mal auf dieses Heat Treating damals hingewiesen. Das hat mich in meinem Primitivbogenbau auf jeden Fall 2-3 Stufen höher gehoben. Also von der Leistung einfach. Du kannst aus dem günstigsten Holz wirklich richtig schnelle Latten bauen. Man braucht keine Recurves, man braucht kein Backing, kein Sehnenbacking oder sowas. Man muss nicht laminieren. Du brauchst einfach nur eine schnelle Bogenform, in dem Fall Mulligabit. Finde ich, ist mit, was heißt mit? Es ist einfach die effektivste Bogenform, die es gibt, meiner Meinung nach. Und ein Heat Treating. Und dann werfen die wie Hexe. Du brauchst auch kein Mulligabit Recurve. Ich bin der Meinung, das braucht man nicht. Man braucht schöne dünne Nadeln. Ne? Die werden dann natürlich noch viel dünner. Und ja, ein Heat Treating. Sweet. Buy one, get for the refresh.